Oh, mal kicken, wie wir hier fahren. An der Kreisweg hier, dritte Ausfahrt Richtung Zentrum. Eins. Zwei. Drei. Oh, muss ein bisschen aufpassen hier, wa? Prag links. So, schönen guten Morgen aus Teplice. Wir haben jetzt hier unsere erste Nacht im Teplice verbracht. Das Hotel war auch schon mal besser gewesen. Hat ja ein bisschen nachgelassen in den letzten Jahren, aber für eine Nacht war das jetzt noch mal okay. Gestern, nachdem wir dann am späten Nachmittag oder frühen Abend, je nachdem aus welcher Sichtweise man das betrachtet, angekommen sind, waren wir dann noch lecker Abendbrot essen. Wegen wir die Straße haben uns das Bier schmecken lassen. Ein frisch gezapft. Prost! Haben wir den Abend gemütlich ausklingen lassen und jetzt befinden wir uns schon wieder auf der nächsten Etappe. Heute geht es nach Sad Lake, das ist so circa 20 Kilometer vom Budweis von hier aus gesehen. Und da fahren wir jetzt hier oben mal den abseits der Hauptstraßen lang. Es regnet sich jetzt noch mal richtig ein, dann wollen wir natürlich den kürzesten Weg nehmen. Aber bis dato, wenn wir halt die Tour fahren wie geplant, wollen die Koffer ja, dass das jetzt trocken bleibt. Also der Wetterbericht sagt zwar bewölktes Wetter voraus, aber Regenwahrscheinlichkeit oder Regentendenzen abgebend. Weil ich ja so bewölktes Wetter zum Motorradfahren auch besser finde. Weil dann kracht die Sonne nicht so durch. Aber es dürfte trocken sein, wie gesagt. Also das ist schon in Ordnung. Ja, insgesamt sind für die ganze Strecke veranschlagt 4 Stunden reine Fahrzeit. Wir wollen dann in Pilsen Mittag essen. Das denke ich mal lässt sich ganz gut vereinbaren. Das ist jetzt um 10. Ja. Dann sind wir ungefähr 13, 13.30 ungefähr in der Drehe in Pilsen, würde ich jetzt mal so schätzen. Vorher werden wir noch hier und da mal anhalten, ein Käffchen trinken. Am Schloss Schiese ist auch ein schönes Kaffee. Allerdings verfüge ich hier noch nicht über Barmittel, also sprich ich habe noch keine tschechischen Kronen irgendwo abgehoben. Wo man hier ja noch auf Bargeld angewiesen ist, ja, wo du ja in Skandinavien ja nicht mehr auf Geld angewiesen bist, das ist ja hier richtig angenehm. Ansonsten finde ich ja Tschechien als Reiseland für Motorradtouren sehr geil. Ja. Ja. Immer wenn es irgendwie Richtung Südost geht, geht es ja mehr oder weniger durch Tschechien durch. Und ich fahre immer wieder sehr gerne lang. Ja. Der einzige
größte Nachteil, was du in Tschechien hast, wenn du mal so eine Umleitung hast, kann die lang werden. Ja. Ansonsten ist das hier so heute rumfahrende Böhmen und so weiter. Landschaftlich sehr schön, aber auch oben, was ja dann bei Motorradfahren viel beliebter ist. Riesengebirge oben, Spindler Flügel rum, da gibt es auch schöne Strecken und Straßen, Fußknopf und so weiter und so weiter. Also hier kann man schon schöne Touren machen in Tschechien. Was hier noch positiv erwähnenswert wäre, ist, dass du hier für relativ gutes Essen eigentlich relativ wenig bezahlen tust im Restaurant. Trotz der höheren Mehrwertsteuer als bei uns in Deutschland. Wir gestern für drei Essen. Und Bier und andere Getränke inklusive Trinkgeld 25 Euro bezahlen. Ja, also, wo kriegst du sowas sonst? Ja, kriegst du in Deutschland gerade mal einmal für. Achso, ist ein bisschen schnell hier. Heute müsste sich mal aus, dass wir heute mal nicht tanken müssen. Und einen Kilometer müsste das halbwegs passen. Jetzt fahren wir aber übermorgen weiter, denn. Aber da fahren wir über Rot-Weiß raus, da gibt es ja nochmal einen Tankstellen. Also von daher sollte das alles kein Problem sein. Ja, hier sowieso nicht. Ich habe nie Probleme gehabt, irgendwo eine Tankstelle zu finden in Tschechien. Ja, ganz anders in Skandinavien. Nördlicher in Skandinavien kommst, desto mehr nehmen die Tankstellen da oben ab. So, nächstes Jahr sollte er wieder nach Rumänien gehen. Die Tour ist ja auch schon nahezu auch fertig ausgearbeitet. Was ja nicht zuletzt daran liegt, dass wir die ja schon mal gefahren sind 2016. Was ganz gut geklappt hat, da haben wir noch ein paar Modifikationen, sag ich mal, vorgenommen. So dass sich das noch besser alles einspielt. Die ganze drumherum, sag ich mal, so eine Tour. Übernachtung, Tagesfahrt, also hier Tagesausflüge mit Transalpiner, Transfrogarische Hochstraße. Jetzt bin ich mir noch so ein bisschen überlegen über den genauen Zeitpunkt, wie wir da fahren. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Da die Hochstraßen, die Transalpiner und auch die Transfrogarische Hochstraße bis 30.06. offiziell gesperrt sind, wegen Wintersperre. Du kannst natürlich Glück haben, dass sie vorher schon aufmachen. Also, aber so verlassen würde ich mich halt nicht, ja. Wir müssen hier abbiegen. Wir müssen jetzt hier abbiegen. Hier? Ja. Zeig jetzt verpennt, ey, scheiße. So, es hat leider meine Ausfahrt verpennt hier, weil ich so im Redefluss war. Skydiving in Most wäre heute nicht machbar bei den tief hängenden Wolken, möchte ich sagen. Was haben wir da? Fahrschule. Fahrschule für Sonntag mit Anhänger, nicht schlecht. Die sind hier echt gut. Wow. So, jetzt sind wir hier in Most. Eigentlich mehr oder weniger eine reine Industriestadt, die sich mal hingestampft haben, irgendwann, früher oder später. Deswegen wollen wir uns auch gar nicht länger aufhalten, weil so schön ist das hier wohl nicht. Das
Christian, gibt hier noch eine Straßenbahn fertig? Ich habe hier, Christian, ob ich hier schon jemals eine Straßenbahn gesehen habe. Ja, aber wenn du dir hier anguckst, ja, die Berge und so weiter, sieht schon geil aus, die Landschaft. Man muss sich natürlich hier die Betonklötze rechts und links wegdenken und dann ist das sehr schön. Ran. Ich hoffe mal, dass ich so die ganzen Ortsnamen so halbwegs richtig ausspreche, so dass man sich darunter auch was vorstellen kann. Das fängt gerade an zu schiffen, ey. Ich sag gerade noch tolle Landschaft und schon wird es nass, ey. So ein Rotz hier. Eine Windbrücke. Hm. 50 Liter blöd. Fahrt auf die Autobahn oder was? Ach nee, da ist die Autobahn, alles klar. Ich wollte schon sagen. Das kommt ja immer wieder mal vor, dass sie sich falsch abbiegen, die Radfahrer. Dann wird jetzt hier rot eingefärbt, ey. Boah. Ist das ein Radweg hier oder was? Stimmt, hier war vor zwei Jahren Baustelle. Kleiner frischer Kaffee hier in Zartek an der Tanke. Hoppa. Ja, das Wetter, das Wetter. Sehr geil. Das muss sein. Das ist aber auch sehr versteckt hier, ey. Mann. Das ist nur in Possow. Mal wieder gucken. In Possow, zweite rechts auf 226. Das ist die erste rechts. So, jetzt sind wir mal von der Hauptstraße runtergefahren, weil ich mich jetzt doch entschlossen habe,
nicht den direkten Weg, sondern den indirekten Weg zu nehmen und nachher noch ein kleines Käffchen zu trinken in Schieße. In Schieße zum Schloss Schieße. Das ist ja auch mal, das ist die Kraftwerke da hinten, ey. Oh Mann, ey. Aber die Landschaft ist geil. Wenn du das siehst, so mit den goldenen Feldern und so, die grünen Bändern da zwischendrin immer wieder. Geil. Absolut geil. Ich sag ja, so Tschechien fahre ich unheimlich gerne. Podporani. So, mal kicken hier. Mal gucken, ob ich jetzt mal schnell Barmittel bekomme. Hier kannst du selbst sonntags ganz normal einkaufen gehen, weil heute ist Sonntag, alles halt hier offen. Also die kleine Stadt Podporani. Was Potso hier heißt, da bin ich links. Ah, 10 Kilometer Hirschen sind über die Straße. Ja, oh, schöne Straße, ey. Wow. Wollen wir mal. Aber schlicht haben, würde ich sagen. Ich bin schon ewig nicht mehr lang gefahren, jo. So aufpassen mit Gegenverkehr. Wow! Boah. Ah, dann kommen wir mal an einen anderen Kreis, ist die Straße wieder schlecht. So, 85 gefahrene Kilometer, wir machen den nächsten Trip, Pause.
kurz vor 11, halbe Stunde. Wow, wow, Fühlchen, Fühlchen. Wow, wow. So, jetzt machen wir mal einen kleinen Stopp, aber ich aus Schieße. Sehen, ob wir noch mal einen Kaffee hier bekommen. Die haben zwar einen Kaffee, aber verfügen immer noch nicht über entsprechende Barmittel. So, jetzt haben wir hier in Schiesi am Schloss noch mal eine kleine Pause eingelegt. Das war auch genau zum richtigen Zeitpunkt, denn gerade angekommen setzte ein ordentlicher Verkehrsschauer ein. Verkehrsschauer! Geht es weiter hier in Richtung Pilsen. In Pilsen werden wir dann mal was zu Mittag schnabulieren, wenn wir jetzt so eine Stunde brauchen. Jetzt ist das 13 Uhr, so 14 Uhr, wenn wir da gemütlich ankommen. Also von daher ganz entspannt und geschmeidig. So viele Leute, die natürlich interessiert, wo ich dann so genau lang gefahren bin, für die verlinke ich unten in der Videobeschreibung nochmal eine Karte. Also gerne mal reinschauen, vorbeischauen dort. Und schon ist die Straße wieder besser, ja. Nur das Wetter nicht. Werden nass, weil die freuen sich über Futsch, krass, das rutscht besser. Jetzt die Frage, halte ich an, Sirenenklamotten an, dann hört es gleich wieder auf. Fahren wir weiter. Oder anzuziehen, das Schiff wird jetzt bis Pilsen durch, ey. Mann, ey. So ist das Wetter schon wieder besser, ey. Wir haben wieder trockene Straßen. Wir haben ein komisches, rotes Gebäude vor uns.
ist ja mal ein geiles Kurvenschild. So ist es abgefeilt, würde ich sagen. Sieht ein bisschen verbeult aus. Schön, toll, Alter, was ist denn das nur für ein Scheiß hier? Dann haben wir wieder so eine Umleitung hier mal wieder, ey, Mann, oh Gott, ey. Bin ja gespannt, wie viele Kilometer wir am Ende des Tages kommen. Ey. Was für eine Umleitung, Alter. Was für eine Umleitung hier. Boah. Ach, tschechische Umleitung. Sind immer wieder prickelnd, ey. Wo ist bissiger, wo sind? Mal sehen. Stärk geht's jetzt mal weiter. Das ist mal der Marktplatz von Pilsen hier. Stadtzentrum, wie auch immer. Frisch gestärkt jetzt hier in Pilsen am Brauerei-Restaurant. Da gab es sehr leckeres Gulasch. Wirklich sehr zu empfehlen, sehr zartes Fleisch. Oh, sehr lecker. Mit den obligatorischen Speckknödeln dazu. Das hat sehr gewundet. Machen wir uns jetzt auf den Weg nach Sedlec. In der Nähe von Budweis. In der Nähe von Budweis.
Das sind jetzt nochmal so 110 bis 120 Kilometer. Ja, hier und da so eine Ortsdurchfahrt. Kann man nicht ganz so schnell fahren. Das zieht dann auch die Durchschnittsgeschwindigkeit immer ganz schön nach unten. Aber ansonsten ist das sehr entspanntes Fahren hier. Sehr entspannt. Bis auf die Umleitung da vorhin. Und der Regen, das kann man hier eigentlich sehr entspannt fahren, muss ich sagen. Sehr entspannt. Gut. Oh. Ich könnte jetzt ein Mittagsschläfchen machen. Oh. Kaum wollte ich mich über das Wetter freuen, droppt es schon wieder. Naja. Kurz nach 4, stimmt sogar. Deswegen werden wahrscheinlich die Straßen alle leer sind, weil sie jetzt alle zum Kaffeeklatsch eingekehrt sind. Ha! Nutzen wir die Gunst der Stunde. Das sieht auch geil aus hier. Und direkt am Wasser. Schloss. Die warten auf den Bus oder was? Sieht so aus. Er hält das Haus fest. So, jetzt haben wir nochmal hier an der Tankstelle ein kleines Päuschen gemacht. Jetzt haben wir nochmal so 40, 50 Kilometer ungefähr bis zur Unterkunft. Und von daher
jetzt irgendwo runtergefahren hier. Noch mal eine Baustelle. So kurz vom Ziel immer wieder gerne genommen. Natürlich Freude auf, wenn du hier drinnen stehst. Der spielt lieber am Handy rum.